Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich möchte heute mit euch zusammen das perfekte Weißbrot backen. Ein fluffiges, rösches Weißbrot. Und dieses Weißbrot, das dauert wirklich, wirklich lange. Ihr wisst aus meinem anderen Videos oder wer es schon gesehen hat, ich habe schon Brote gebacken, das hat nur 70 Minuten gedauert und dann war das Brot fertig. Dieses Brot, das soll wirklich lange reifen. Wir werden auch mit dem Sauerteig arbeiten. Den muss ich noch umerziehen. Ich habe nur Roggen-Sauerteig und den möchte ich umerziehen zu einem Weizensauerteig. Das dauert eigentlich viel länger, aber ich mache das in einer Kurzfassung. Und wir bereiten heute mal den Vorteig und den lassen wir bis zu 3 Tage im Kühlschrank oder kalt. Bis zu 70, 72 Stunden lassen wir den reifen. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt gehen wir mal runter und richten unseren Vorteig. So Freunde, hier haben wir unseren Vorteig und ihr habt es gesehen, wo ich den mit der Hand angefasst habe. Der klebt wie verrückt, also ist es besser, einen Löffel zu nehmen, da klebt es nicht so arg dran. Und jetzt kommt der mit Deckel, also fest verschlossen, entweder in das unterste Fach vom Kühlschrank oder in den Keller. Und ich bin schon ganz gespannt, was da rauskommt. Wie gesagt, es ist ein Versuch und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Jetzt richten wir uns noch den Sauerteig. Das soll ja ein Weizensauerteig werden, da ich einen Roggensauerteig habe. Ziehe ich den jetzt um. Ich nehme einfach ein bisschen von meinem Roggensauerteig und fütter den mit Weizenmehl. So Freunde, ihr habt es gesehen, das Umerziehen von dem Roggensauerteig zu dem Weizensauerteig, das ist der erste Schritt. Und diesen Sauerteigansatz, den lassen wir jetzt mal 12 14, 16 Stunden stehen. Das seht ihr dann, wenn der anfängt zu arbeiten. Und nehmen uns dann von dem wieder was weg und füttern den nochmal mit Weizenmehl. Dann sollte das schon ein Weizensauerteig sein. So Freunde, der nächste Tag bzw. 50 Stunden war er jetzt im Kühlschrank. Und ihr seht, er hat schon schöne, luftige Bläschen drin. Und der geht jetzt wieder zurück in den Kühlschrank bis morgen. Und wir richten uns unseren Sauerteig, den wir ja umerziehen. Und der bleibt jetzt nochmal 20 Stunden bei Raumtemperatur so stehen. Und dann kommen wir schon zum Backtag. Also wir sehen uns morgen früh, in aller Herrgottsfrüh sehen wir uns wieder und werden unseren Brotteig komplett richten. So Freunde, es ist Backtag. Ich habe unseren Vorteig, der jetzt 3 Tage im Kühlschrank gewesen ist, schon aus dem Kühlschrank geholt. Und er ist schön aufgegangen, er ist luftig, er hat ordentlich Luftbläschen. Und er riecht ja etwas fruchtig, also es riecht richtig toll. Unseren Sauerteig, der 20 Stunden bei Raumtemperatur gestanden hat, auch sehr fruchtig. Ja, leicht fruchtig und schön mit Luftbläschen durchzogen. Und ich sage ja immer, ein gutes Brot dauert 36 Stunden. Hier haben wir jetzt 72 Stunden und der Aufwand ist eigentlich nicht größer, als wenn man sich ein normales Brot backt oder ein schnelles Brot backt. Es sind halt immer die Zeiten, die man im Kopf haben muss. Eine gute Vorplanung und dann sollte das eigentlich ein perfektes Brot werden. Wir werden es sehen. Wir richten jetzt unseren Teig und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Das Kneten, das kürze ich hier mal ab. So Freunde, das war das Kneten und ich habe jetzt mal darauf geachtet, wie sich der Teig verändert. Also diese lange Knetzeit, die ist schon wichtig. Zu Anfang, da verbindet sich erst alles und wenn er dann einen Teig gebildet hat, dann trennt er sich ab und zu und schiebt so eine kleine Kugel, also als wenn es 2 Teige wären, vor sich her. Und mit jeder Minute, wo man länger knetet, passiert das weniger und irgendwann hat man dann so einen tollen
luftigen und sehr elastischen Teig. Also wir haben den jetzt 3 Minuten auf Stufe 1, auf langsamer Stufe geknetet, bis sich alles verbunden hat. Und dann bin ich auf Stufe 2 und 3 gegangen und habe ihn nochmal 3-4 Minuten geknetet. Und dann ist das ein wirklich sehr elastischer, toller Teig. Gut, den werden wir jetzt mindestens eine Stunde, wir schauen mal, wie er sich verhält, abgedeckt bei Raumtemperatur gehen lassen. Zack! So Freunde, eine halbe Stunde, 35 Minuten sind rum und jetzt werden wir den Teig einmal dehnen und falten. Also diese lange Teigführung, die spürt man am Teig hundertprozentig. Also man konnte jetzt richtig schön Luft einarbeiten beim Dehnen und Falten. Ihr habt es gesehen, einmal ringsherum nach außen gezogen, in die Mitte gefalten, wieder zur Kugel geformt. Und jetzt bleibt er weiter liegen, ich schätze mal noch 30, 35 Minuten. Wenn es hier weitergeht, hole ich euch wieder mit dazu. So Freunde, wir werden nochmal reinschauen. Es sind jetzt nochmal 30 Minuten, also insgesamt waren es jetzt 1 Stunde 5 Minuten. Wo er in der Ruhezeit war, in der Gehzeit war. Und jetzt werden wir nochmal durchfalten und gleich als Brot formen. Freunde, ihr habt es gesehen, den Teig nochmal durchgeknetet, ausgestoßen, also es ist unheimlich viel Luft drin und wenn man das jetzt nicht machen würde oder zu wenig machen würde, dann hätte man so große Löcher drin. Ich denke, dass die sowieso noch genug vorhanden sein werden, wenn wir den backen, aber es sollte hier darauf geachtet werden, dass einiges an dieser Luft rausgestoßen wird. Gut, wir haben ihn geformt, eingeschnitten und abgedeckt. Mit einer Folie oder ich habe jetzt hier unseren Ofenmeister genommen, dass der nochmal ungefähr 60, 70 Minuten als Stückgare geht. Und da müssen wir darauf achten, dass wenn wir den in den vorgeheizten Backofen geben, dass wir eine Vollgare haben. Das erkennt man mit dem Fingerdruck, wenn wir nachher einmal reindrücken und der Teig geht so gut wie nicht mehr zurück, dann ist es Vollgare. Und das werden wir, so werden wir ihn dann backen. So Freunde, das waren jetzt etwas über 50 Minuten. Und jetzt schauen wir mal runter. Den Backofen heizt sich bereits vor, beziehungsweise der hat schon seine 220 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt schauen wir mal unter den Ofenmeister, was sich mit dem Brot getan hat. So, der Drucktest, er springt nur noch 1 bis 2 mm zurück. Also besprühen wir ihn jetzt mit heißem Wasser und dann kommt er in den Backofen und da geben wir auch noch Wasser dazu. Also wir werden etwas schwaben. So lassen wir es jetzt bei 220 Grad mal 10, 12 Minuten backen. Dann lassen wir den Dampf wieder raus und backen es dann fertig. Ich schätze mal so 50 Minuten. Und dann schauen wir mal, was da passiert, was da rauskommt für ein tolles Brot. So Freunde, die ersten 10 Minuten sind rum. Wir müssen die Backofentür öffnen und ich lasse euch da mal reinschauen. Ihr seht schon, ich freue mich wie verrückt. Das wird ein mega Brot, wird das. Also ich freue mich richtig, richtig arg über das, was da jetzt in dem Backofen passiert. So Freunde, die Backofentür weit offen. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu grinsen. Ich freue mich so über diesen riesen Brocken da drinnen. Wir senken die Temperatur auf 180 Grad.
die hat er jetzt, machen wir die Tür wieder zu und backen es weiter, bis es goldbraun ist. Ich denke mal so 40, 45 Minuten. So, der Backofen piepst, 40 Minuten, 42 Minuten genau sind rum und es sieht prächtig aus. Ich freue mich immer noch. Wir holen es jetzt raus, streichen es nochmal mit heißem Wasser ab, dass es schön glänzt. Und ich denke, dass es ein tolles Brot geworden ist. Was rede ich? Wir schauen uns das einfach an, den Mordsbrocken. So Freunde, wenn das mal nicht ein wunderschönes Brot ist. Es ist federleicht und wir lassen das jetzt abkühlen und dann werden wir es hinterher zusammen anschneiden. Ich gehe mal davon aus, dass es sehr, sehr luftig ist.